Meine Lieben, ich grüße euch von Herzen. Und heute früh war ich in der Messe und da hat es ein Lied gegeben. Da wurde ein Lied gespielt. Das hat mich wirklich inspiriert, mich jetzt auf diese Weise bei euch zu bedanken für mindestens 3000 Abonnenten meines Kanals. Und wir sind mittlerweile ein großer, großer Gebetskreis geworden. Es wird rund um die Uhr gebetet. Und dafür bin ich dem Herrn so dankbar. Und heute in der Kirche, als dieses Lied gespielt wurde, in den Streit der Welt, hast du uns gestellt, deinen Frieden zu verkünden, der nur dort beginnt, wo man wie ein Kind deinem Wort Vertrauen schenkt. Ja, Herr, und es hat mich so glücklich gemacht, dass ich mit diesem Kanal so viele Menschen glücklich machen kann. Glücklich machen kann und zu Gott führen kann. Ja, es ist heutzutage nicht so selbstverständlich, dass man glauben kann. Und dass man wie ein Kind glauben kann, das ist noch viel schwerer. Aber ich glaube, nichts anderes nützt mehr in dieser Welt, als der reine Glaube eines Kindes, dass der Vater alles gut macht und in seinen Händen hält. Ja, man muss sagen, es hat jeder von uns anders erlebt und nicht jeder hatte einen guten Vater. Aber trotzdem, unser Vater im Himmel meint es immer gut mit uns. Und ich kann nur raten, jedem dahin zu kommen, dass er dem Vater im Himmel vertraut, dass er keine Fehler macht. Und dass er uns nach dieser Not der Welt wirklich in seine Arme nimmt und in seinen Armen hält. Ja, so bleibt mir nicht mehr zu sagen wie vielen Dank für euer Vertrauen, vielen Dank für die vielen lieben Zusagen. Das ist gut tut, wenn wir miteinander beten, dass es gut tut, dass man nicht alleine ist und dass es gut tut, schöne Bilder zu sehen, schöne Intentionen, gerade in der heutigen Zeit, wo alles nur schreckliche Bilder sind. Ja, die schrecklichen Bilder, die gehören zu unserem Leben dazu, das stimmt. Und wir dürfen das nicht verdrängen. Aber in unserem Herzen darf Platz sein für unseren Vater im Himmel. Muss Platz sein. Eigentlich muss er den ganzen Raum ausfüllen, nur dann können wir wirklich glücklich sein, wenn er unser Herz ausfüllt, ganz und gar. Alles andere hilft uns nicht weiter. Weil wenn wir den Vater im Herzen haben, dann können wir direkt alles gleich dem Vater in die Hände legen. Vater, hast du gesehen? Vater, hast du gehört? Dann ist unser Weg nicht weit zum Vater im Himmel, zu Jesus und nicht zuletzt zur Mutter Gottes. Ja, sie war ja unter dem Kreuz gestanden und sie hat alles ausgehalten, ohne zu murren, ohne zu klagen. Ja, natürlich war viel Leid in ihrem Herzen, viel Leid, aber keine Anklage. Und da können wir noch viel lernen. Sie hat nicht gewusst, sie hat geahnt, dass sie dieses alles aushalten muss für das Größere, das der Vater geplant hat. Und deswegen sprechen wir jetzt mit Maria. Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Ich danke euch und ich hoffe, dass unser Gebetskreis noch mehr wächst. Wir sind viele, die rund um die Uhr beten und viele, die so
ich kann jetzt nur für diesen Kanal sprechen, ihr Herz wirklich dem Vater geben. Und das ist eigentlich mein Anliegen. Den Vater lieben und kennenlernen. Oder rumgedreht, kennen und lieben lernen. Ja, so ist es richtig. Und es gibt auf meinem Kanal viele Rosenkränze, viele lange Gebete, viele kurze Gebete. Aber genau in dieser Intention nicht, dass der Einzelne überfordert wird, sondern dass für jeden das Richtige dabei ist, dass jeder für sich das Richtige findet, weil ich kann niemandem etwas aufzwingen und ich möchte es auch nicht, sondern ich möchte, dass ihr in der Freiheit der Kinder Gottes die Gebete findet, die ihr vielleicht in eurer Lage jetzt gerade braucht. Und das ist eigentlich mein Anliegen. Ja, und da danke ich euch und ich freue mich. Und ich freue mich immer wieder aufs Neue, dass so viele Seelen diesen Ruf hören werden. Das ist ein ganz kleiner Kanal. Ja, das ist er. Aber klein und fein und zur Ehre Gottes des Vaters. Und deswegen darf er über die ganze Welt strahlen. Stellt euch vor, wie kleine Sterne, die vom Firmament, vom Vater ausgehen, oder wie Schnee, der auf die Erde fällt. Und jeder kleine Stern bringt ein Licht. Und jede kleine Schneeflocke bringt das Wasser des ewigen Lebens. So stelle ich mir das vor. Ja, natürlich mit einem kindlichen Glauben. Aber es heißt in dem Lied, deinen Frieden möchte ich verkünden, der nur dort beginnt, wo man wie ein Kind deinem Wort Vertrauen schenkt. Dann möchte ich noch zum Abschluss sagen oder beten, Vater, in deine Hände lege ich diesen Kanal. In deine Hände lege ich alle Beter, alle Abonnenten und alle, die sie im Herzen tragen. Und alle, lieber Vater im Himmel, alle kommen zu dir und wollen mit dir eins sein, Vater. Vater, mach du uns alle eins, damit die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Vater, mach uns eins. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch Gottes Segen und einen wundervollen, von der Liebe Gottes getragenen Tag. Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Es gibt da einen wunderbaren Rosenkranz, den ich sehr schätzen gelernt habe. Ist schon etwas zerfleddert, dieses Bild? Es ist der Vergebungsrosenkranz. Wir alle brauchen Vergebung, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Mitmenschen. Und das können wir ihnen stellvertretend erwirken, weil wir es in die Hände des Vaters legen. Wir können das nicht. Wir können es nicht. Aber der Vater kann es. Und dem Vater vertrauen wir. Und so möchte ich gerne mit euch diesen Vergebungsrosenkranz beten. Zum Vater im Himmel, zu Jesus, zum Heiligen Geist, zur heiligen Dreifaltigkeit, an die wir glauben. Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? 7-mal? Jesus sagte zu ihm: Nicht 7-mal, sondern 77-mal.
Das heißt, immer. Wir dürfen immer vergeben. Und wenn Jesus in unserem Herzen wohnt, der Vater in unserem Herzen wohnt, der Heilige Geist in unserem Herzen wohnt, haben wir einen kurzen Weg. Jesus, hast du gehört? Ich geb's dir. Ich glaube, das ist einfach nur so einfach und trotzdem so schwer. Vielleicht gibt es nichts Schwereres auf dieser Welt. Wir beten beim Kreuz im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, mein Herr, du kennst meine Schuld, befreie mich, erlöse mich. Du kennst alle offenen und verborgenen Verletzungen, die mir zugefügt wurden. Hilf mir zu vergeben und heile die Wunden meiner Seele. Hilf auch allen, die ich verletzt habe, mir zu vergeben. Amen. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben, beten wir jetzt 77 Mal. Und in dieses kleine Gebet können wir alles hineinlegen, was uns beschäftigt. Alle Menschen, die uns einfallen, ob sie uns wohlgesonnen sind oder nicht. Es ist egal. Jesus nimmt an unsere Emotionen dazu und wandelt sie. Und er nimmt an diese Menschen und nimmt sie in seine Hände und führt sie weiter. Und all das Leid der Welt können wir bei jeder einzelnen Perle bringen und dem Herrn bringen. Und das ist das Schöne daran. Wir müssen nicht weit gehen, wir müssen nicht Kilometer weit irgendwo hingehen und wir können das auch still zu Hause machen. Und es hat so einen großen Wert. Und es zieht. Es kann ziehen über die ganze Erde. Daran glaube ich ganz fest. So beginnen wir. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. 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 Herr, hilf mir und allen,
alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Herr, hilf mir und allen, alles zu vergeben. Jesus Christus, du hast uns gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht, sondern vertraue auf den Herrn. Jesus, ich vertraue auf dich. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.